Wir machen mal kurze Zusammenfassung. Also, wie geht es mir erstmal? Mir geht es Hamdulillah, mein Bruder. Hamdulillah. Wie geht es euch? Nee, ohne Spaß. Mir geht es echt sehr gut. Außer, dass mein Arm aussieht wie ein Crystal Meth Arm, Digga, wegen diesen ganzen Spritzen. Ich schwöre, dieser rechte Arm, richtig Heroinarm. So richtig diese Chicago, Los Angeles im Zelt Pennerarm habe ich an meiner Arme. Also, ich hatte bis jetzt drei OPs. Rechte Hand ist komplett Baba, sind halt zwar noch Wunden, sicherheitshalber lässt man Verband noch dran, aber rechte Hand komplett, ich schlafe drauf, ich liege drauf, Bombe, einfach Bombe. Die rechte Hand ist brutal, also so richtig normale Hand. Die linke Hand, sehr komisch, man weiß jetzt nicht, was abgeht und das ist auch das einzige Nervige, weil jetzt komme ich schon zu den OPs. Also ich hatte jetzt drei OPs, die allererste OP hatte ich am Freitag. Da haben die mir, wie gesagt, diese Ananas-Methode, Theorie, keine Ahnung, drauf gemacht. Komplett die ganze Hand hat geblutet, komplett alles auf, Digga. Zweite OP auch am Freitag, 6 Stunden gewartet, nochmal einmal die Hand komplett sauber gemacht und dann erstmal Verband verpasst. Dann musste ich vom Freitag bis heute warten. Heute sollte ich komplett operiert werden. Die haben die OP gemacht, aber die haben nicht meine Haut Intertransfusionierungs-Scheiße gemacht. Sondern die haben gesehen, ah, okay, die Hand, die hier, da passiert was. Die haben das nochmal so Wasserstrahl, keine Ahnung, Shigi hat einfach gegengespuckt und es ist sauber geworden. Dann kam Bisasam, er hat sein Blatt drum gemacht. So in diese Pokémon-Film gerade wegen Dings, diesen ganzen Pokémon-Videos. Nächste, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ich wurde nicht operiert, sondern es wurde einfach wieder sauber gemacht. Die haben geguckt, ah, okay, man sieht auch Härchen. Man sieht Haare. Normalerweise bei einer Hardcore-Verbrennung sind ja alles komplett weg, aber da ist noch ein bisschen Leben zu sehen. Deswegen haben die nochmal gesagt, guck mal, wir lassen das jetzt nochmal, weil die haben echt Hoffnung, dass ich keine OP brauche und sondern dass das nur so mit Verbändern weitergeht. Es tut fast gar nicht mehr weh. Ich kann sein, dass das jetzt an den Tabletten liegt oder sonstiges. Aber Schmerzen habe ich gerade echt gar keine. Ist einfach gerade Baba. Gerade ist echt gut, so ein bisschen kribbelt, bisschen brennt, das gehört dazu. Daran habe ich mich gewöhnt. Jetzt gerade ist angenehm, das Einzige, was noch abfuckt, ist, dass ich Freitag nochmal in Narkose muss und dann die nochmal abchecken. Also kann sein, dass Freitag komplett fail wird und ich einfach diese Operation mit Oberschenkelhaut abmachen und daran. Nein, kann sein, dass das passiert am Freitag. Gar kein Bock, inshallah passiert das nicht. Aber auch wenn es passieren sollte, ist jetzt nichts Tragisches. Bleiben dann halt nur Narben und unangenehm am Bein auch irgendwas weg, aber am Ende ist gesund. Gesund ist gesund und ich bin hier echt in eines der besten Krankenhäuser in Berlin. Auch ich werde von Chefärzten operiert. Das ist halt der Vorteil, dass man privat versichert ist. Der Nachteil ist, wenn du selbstständig bist, musst du privat versichert sein. Der Nachteil ist, es kostet mindestens 500 Euro. Also ich zahle, glaube ich, sogar 600, 700 € jeden Monat für meine scheiß Versicherung. Aber halt, wenn man dann wirklich krank ist oder wenn einem irgendwas passiert ist, lohnt es sich halt, Digga. Ich habe halt ein krasses. Digga, das ist wie so ein Hotel hier. Da ist mein Essen. Ist halt krank, Digga, ne? Hier sind meine Herointabletten. Ja, Leute, du hast gar keine andere Wahl, ne? Als Selbstständiger musst du privat versichert sein, ne? Das ist Pflicht. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Da zahlt man ja für seine Gesundheit was. Und ich sag euch ganz ehrlich, wo ich hier angekommen ist, mein Bruder, der Dulli, der hat meine AOK-Karte. Junge, meine AOK-Karte von 1902, Digga. Ich sage euch, ich sah da aus wie ein Chojo. Da ist ein Bild drauf, wo ich 8 war, noch mit Pilzkopf. Er gibt die einfach ab, obwohl ich da eine Privatversichertenkarte habe. Und die dachten, ich bin gesetzlich versichert. Die haben mir erstmal so ein Hurensohnzimmer gegeben. Und ich bin dann. Ich konnte gar nicht schlafen und ich denke mir, halt, warte mal kurz, Digga. 700 € monatlich. Ich sehe doch jeden Monat bei Sparkasse kriege ich Herzinfarkt, weil 700 € da weggeht. Ich denke, na, Mann, dann habe ich kein Recht auf Einzelzimmer. Dann habe ich so auf no abgehobener Basis, das war mir auch richtig unangenehm, Digga, dem Arzt gesagt, also nicht abgehoben zu wirken, aber habe ich kein Recht auf Einzelzimmer? Und hat er gesagt, ja, musst du mal abchecken mit deiner Krankenkasse. Habe ich kurz abgecheckt, habe ich gesehen, ja, ich habe. Auf einmal, ich komme, Junge, auf einmal, man kommt so hoch, Digga. Das ganze Krankenhaus sieht aus wie eine Schule, komplett so Chara, ne? So diese Backsteine. Bruder, und dann geht so diese eine geheime Tür auf einmal, Digga, Junge, Scientology haben wir noch. Tür geht auf, Junge, du guckst so Hotel, Wallabilla, so Bilder von Berlin. So auf einmal keine Backsteinwand mehr, sondern so normale Wand, so Holz mal Holz und so. Junge, wisst ihr, was wir krass Digga, die haben hier Essen.
Die fragen so, was willst du essen? Die sagen, ja, vegetarisch, ne? Wegen Halal, mal Halal und so diese Filme. Und die Frau sagt schon direkt, wir haben ja auch Halal, ne? Arabisch haben wir ja auch. So, oh, ehrlich? Und so, thailändisch Halal, Digga. Pah, Junge, habe ich lange nicht mehr gegessen. Und guckt euch das Essen da an. Aber Junge, ist schon kranke Sause, mach eine Pause, Digga. Wallah, das ist schon stark hier, Digga. Also morgen kann ich gehen. Mittwoch spätestens werde ich entlassen. Morgen kann ich, wenn ich will, schon gehen. Nur das Problem ist, bringt es was, wenn ich gehe? Weil ich muss Freitag wiederkommen und krieg Narkose geballert. Ich kann nichts machen, Digga. Die Hand bleibt so, Digga. Weißt du, soll ich jetzt nach Hause gehen, zu Hause abkacken oder hier ist eigentlich, Digga, hier geht es mir eigentlich ganz gut, ne? Hier 15 Minuten kommt eine schöne Krankenschwester. Ist alles okay? Brauchen Sie noch was zu essen? Ich krieg hier Granini, Digga. Ich liebe Granini, Digga. Granini-Ursaft, Digga. Ist geil, Digga, Walla. Granini ist schmackhaft auf jeden Fall, Digga. Ja, ich wollte nur kurz ein kleines Update geben. Ey, mein Handy platzt auch, ne? Das muss ich auch einmal sagen. Krank, Alter, Junge, Alter. Amanarem, jeder reagiert. Amanarem, Rap-Update, Map-Update. Ja, die haben alle daraus Dings gemacht, Amanarem. Bei mir zu Hause ist dort Dings Vulkan ausgebrochen, Amanarem. Feier ich ehrlich gesagt nicht so, dass jeder darauf reagiert und so, aber gehört dazu, normal, Digga. Die Leute sind schockiert, dies, das. Hört sich schlimmer an, als es ist. Nur das Problem ist, mein Handy platzt am Ende. Also ich küsse wirklich jeden sein Auge. Walla, von jedem auch schockiert, wie viele Leute mir privat geschrieben haben, Digga. Ich komme gar nicht hinterher. Vor allem, ich kann mein Handy gar nicht benutzen, Digga. Ich muss so mein Handy hinlegen und FaceTime sowieso, ciao, Digga. Und dann so Müll. Ich muss so mit einer Hand eintippen auf Kampf und dann Internet immer vorher verbinden. Richtig abtören und dann auch noch. Ich krieg so viele Nachrichten. Walla, ich bin so schockiert, es macht mich froh. Nur das Problem ist, ich habe gar keinen Bock und ich habe gar keine Kraft, so wirklich jedem zu antworten, was mich automatisch als Abgehobener darstellen lässt. Bei meinen Freunden, so weißt du, was ich meine? Wo ich dann auf Kampf jeden so eine Sprachmemo schicke, so wo ich auch extra so die Videos hier live mache und auch Orhan gesagt habe, lad mal schnell hoch, damit jeder sieht, so okay, mir geht's gut. So, ich küsse euer Auge, nur meine Hände sind verbrannt, meine Hände sind nicht verloren. Weißt du, meine Hände sind da, Digga. Verbrennung ist da natürlich, nur halt ist gerade schwer, jedem so zu antworten, Digga. Ist halt, ich habe keine, beide Hände sind verbandet. Ich warte nur, bis der eine Verband hier an der rechten Hand wenigstens ab ist. Dann kann ich auch besser mit meinem Handy umgehen. Aber Digga, jetzt gerade ernsthaft, wie mein Handy platzt, auch mein Vater. Junge, Holland ruft an, Türkei ruft an, ganze Sippe ruft an. Junge, was ist passiert? Von wo wissen die das alle, Digga? Guck mal hier, so, das ist zu dick, weißt du? Ich kann mein Handy nicht greifen. Ich trage das auch gerade schwer. Ja, Walla, Digga, ohne Spaß, ne? Wie viele Nachrichten ich bei WhatsApp bekommen habe. Auch Rapper-Kollegen, Walla, so schockiert, so, wo ich mir denke, ey, krass, Alter, richtig korrekt, so, wie die Leute so zusammenhalten, wie die Community zusammenhält, so. Nur halt ist halt so, ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht antworte, aber ich habe halt komplett gar keine Kraft zum Antworten, Bruder. Ich bin sowieso öfter high als nüchtern hier, am Monarchen, so viel Narkose, wie ich kriege. Sowieso gar keine Kraft. Und ich habe ja auch gar keine Antworten, Bruder. Jetzt muss ich ja wieder bis Freitag warten und kann sein, dass ich Freitag wieder operiert werde und trotzdem diese Hautinfusion, Fusion, die Transformation Station kriege. Und die Leute fragen halt, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Ich weiß selber nicht, wie es aussieht, Bruder. Sieht gerade gut aus, Alhamdulillah, aber kann sein, dass einfach die Haut nicht zu schwach ist, Bruder. Und ich muss diese Haut von mir dran machen. Ich küsse eure Augen. Walla, ich liebe euch. Ich kann es kaum abwarten, live zu gehen. Ich kann es kaum abwarten. Ich küsse eure Augen. Wie gesagt, checkt die Bloods ab, checkt GTA ab. Ich werde ab morgen vielleicht schon zu Hause sein und dann werde ich da nochmal live gehen. Ich küsse eure Augen. Danke an alle, die abonniert haben. Danke an alle, die unterstützen. Leute, wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Mir geht's Alhamdulillah gut. Ich küsse eure Augen. Ihr seid die Besten.